Herzlich willkommen bei Kassettenbiest und das ist ein etwas besonderes Intro, weil es nach der Folge aufgenommen wird. Wie ja gestern schon angekündigt, ist der Kampf gegen Captain Wallace etwas ausgeartet und ich habe das Video gecuttet und werde nach der Ansprache hier auch dann das Intro laufen lassen. Und dann geht es los mit diesem Kampf und es geht in der Folge wirklich nur um Captain Wallace Kampf. Und es wird episch und ziemlich nervtötend für mich war es. Aber lasst euch überraschen, wer am Ende gewonnen hat. Also, Daumen rauf, liken und zuschauen. Jetzt ist die Frage, wo fangen wir denn mal an? Im Außenposten der Ranger. Das war der erste, den wir besiegt haben und der hat jetzt einen Anrichter darauf, dass wir ihn besuchen. You're right. Captain Wallace, hey, in der Stadt reden alle darüber, dass du jetzt einer von uns Captains bist. Das ist doch der perfekte Zeitpunkt für eine Revanche. Was meinst du? Ich habe nämlich geübt. Diesmal werden meine Mauern nicht so schnell einstürzen, Freundchen. Alright then. Das war jetzt natürlich taktisch günstig hier. Eigentlich haben die ja gar keine richtig starken Angriffe. Also. Das war insgesamt für meinen Geschmack relativ schwach. So, beide zurückgespult. Beide haben einen Wall hier. Voll. Und wieder die Radbombe. Daneben. Ist bitter, dass die Dings auch daneben gehen können. Hier die Spezialangriffe. Thank you.
So, jetzt aber. Und? Sag nicht, der Ranger kann sich... Ah, der holt sich auch was Neues. Doch gar nicht. Okay, aufgesiegt. Verwandelt er sich jetzt auch in diese Hummersperre? Hey! Mich kriegt nichts mehr so schnell klein. Wallace. Das ist irgend so ein Kampfpilz, den habe ich auch noch nicht. Und sie fusionieren, natürlich. Wundsperre. Übrigens, Captain Wallace hat auch Level 59. Eissäule gefroren, super. Auch den kriegt man kaum klein. Für die kämpfe ich Gleiglas wieder, um alleine hier die Sperren immer klauen zu können. Das war schon cool. Vor allen Dingen, wo der sich hier ständig heilt, ne? Ist er wieder durchgeheilt. Thank you.
und verbrennen. Weil wenn es jetzt regnet, ich glaube, das ist schlecht, dann... wenn es regnet, jetzt wieder sofort gelöscht das Feuer, oder? Geschmolzen, Gift, alles klar. Dann immer überlegt, was wir am besten machen, weil der holt sich da so schön Leben rein, dass ich keine Chance habe, den wegzukriegen. Haben wieder fast volles Leben. Was willst du denn da machen? Gegenstände verwenden. So, den holen wir mal zurück. Und volles Leben, jawohl. Und schon wieder daneben. Sechs Runden. Keine Fusion möglich. Scheibenkleister. Spukmoga. Vielleicht hilft das ja jetzt ein bisschen. Ich glaube auch. Keine Chance hier, ey.
heilt sich und heilt sich und heilt sich. Das wird eine Folge mit Überlänge. Ich hoffe, wir kriegen ihn noch kaputt. Eisbeschichtet. So, Leben geklaut. Automatisiert Verbrennung. Sehr, sehr schön. Halbweg ist er, ja. Danke für die extra Verteidigung. Schön. Und immer schön Feuer drauf. So lange, bis er verbrannt ist. Er brennt nicht mehr, jetzt kann er sich heilen. Klau ihm Leben, klau ihm Leben. Und da ist er gleich wieder lebensvoll. Jetzt das ist ja so das Rennen der, der Lebensabsauger. Kein Feuer auf ihn drauf. Ah, er brennt wieder, sehr schön. Weiter vergiftet. Fusionskraft. Unglaublich. Unglaublich. Sie
ich ja schon fast an, hier so einen Captain Wallace-Kampf spezial zu machen und nur den Kampf von Captain Wallace alleine zu zeigen. Überlege ich mir das mal, ob das sinnvoll ist. Wie lang der Kampf wirklich im Einzelnen war. Jetzt und nein, immer noch nicht. Mach ihn fertig. Nein, immer noch nicht. Jetzt aber komm, mach ihn fertig. Er hat sich wieder geheilt. Ein Stück vor Tod. Also es werden epische Kämpfe, also glaubst du, mit meiner jetzigen Stärke komme ich an die Grenzen des Let's Plays, in einem halbstündigen Video oder wie auch immer, jede Folge ein Captain oder wie? Da ist er wieder fast komplett geheilt. Hat. Kein Feuer mehr reinkriegt, dann. Wir probieren es jetzt mal mit anderen Gestalten hier. Vielleicht habe ich ja mit Elektro Glück. Den killt er mir jetzt direkt. Daneben. Ja.
leider nicht. Wieder beim Smog. Ja, aber genau da war ich ja schon mal gewesen und bin nicht vorwärts gekommen. Ja, läuft ungemein gut, bis gar nicht. Wahrscheinlich habe ich ihn am Ende wieder so weit, dass er tot ist und dann baut er wieder sein Leben komplett auf. Ich helfe einfach nicht mehr. Es kann nur über Verbrennen laufen. Wie gesagt, sorry, aber das ist gerade echt ein epischer Kampf hier. Aber ich will mich auch nicht absichtlich unterkriegen lassen. Also ich kann ja zumindest ausgleichen, sodass er mich auch nicht fertig macht. Mir fehlen einfach die monsterstarken Angriffe. Aber ich hoffe mal, dadurch, dass ich ihm jetzt noch 6 Runden mit Verbrennen drin habe, wird er kontinuierlich Leben verlieren und gleich platt sein. 8 Runden Feuer, das muss reichen, ey. Aber ich teile die Folge definitiv auf. Jetzt einen richtigen Treffer, komm. Gib's ihm. Daneben. Oh, wollt ihr mich verarschen? Das ist unglaublich.
Ich weiß nicht, was hier gerade falsch läuft, aber es ist beeindruckend. So, da waren wir schon mal an der Stelle. Kurz vor Tod. Und? Ich habe die Fusion gebrochen. Nice one. Ja. Oh, was für ein epischer Kampf. Trotz aller Anstrengungen war meine Verteidigung brüchig und wieder einmal hast du unter Beweis gestellt, dass deine Strategie ein starkes Fundament hat. Even Power. Das wäre was Besonderes. Das werden auf alle Fälle extrem harte Kämpfe. Ja. Jetzt habe ich das mit Barclay zu schnell weggedrückt. Schade. Aber garantiert wieder irgendwas mit seinen Leckerlis hier. Und er rollt mir einen Ball zu. Sehr schön. Barclay und du rollen gemächlich einen Ball hin und her. Jetzt haben wir es auch lesen können. Bonjour. Au revoir. So, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's weiter bei Kassettenbeast und mal gucken, was wir dann anstellen. Bis dahin, bleibt gesund, schaltet wieder ein und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.